Ja, damit willkommen zurück zu den Klokustürmen. Kane, wegen dem, was passiert ist, was du gesagt hast. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe mich geirrt. Einen Moment lang habe ich gezweifelt. Die Infektion. Das Ding, das in Taylor steckt. In Hendrix. In mir. Wie halten wir es auf? Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können. Wir müssen nur Hendrix auf Kurs halten. Es ist zwar nicht offiziell, aber wir haben uns geeinigt. Er weiß, dass ich jetzt das Sagen habe. Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er wird das Richtige tun. Na gut. Gehen wir mal rein hier. Hendrix hatte recht. Taylor hatte einen Deal mit dem NHC. Jetzt passen sie in ihrer Festung in Kairo auf ihn auf. Den Lotus-Türmer. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind wie er. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NHC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir nutzen ihn als Ablenkung und holen unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis. Um jeden Preis. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte, töten Sie mich nicht! Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. General Hakim hält eine Rede auf dem Balkon. Vergiss nicht, der Angriff muss brutal sein. Eine Botschaft, ein Symbol der Stärke. Kairo wartet auf den Tod von General Hakim. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab und der Körper vernichtet sich selbst. Tut, was nötig ist. Wer sich dem ägyptischen Aufstand anschlägt. Was? Wie zur Hölle sind Sie? Bürger von Kairo! Das ist eure Chance! Holt euch eure Stadt zurück! Was? So, oh, fast, ne? Aber da war nicht ganz. Brüder!
Erobern wir unsere Stadt zurück! Vertreibt das NLC aus Kairo! Gibt es Zivilisten? Ja. Wir haben ihn getroffen. Da, der mobile Laden vor dir. Verstanden, bin dabei. Da kommen sie. Erledigt sie. Pfadfinder. Zivilisten voraus. Pass auf. Es kommen noch mehr NRC. Sie verriegeln die Tür. Ich scanne nach Optionen. Jetzt ein! Such uns einen Weg, hey! Der Luftschacht führt zur Sicherheitsstation. Wirklich? Mehr hast du nicht drauf? Verdammt! Ganz ruhig, Hendrix. Das bist nicht du! Es ist das Ding in deinem Kopf! Da, der Schacht direkt vor uns. Feinde auf beiden Ebenen. Aussperren! Unten bleiben! Benutze die Konsole und bring mich ins System. Viel besser. Khalil, bin drin. Kane! Wie wär's, wenn du aufhörst, vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix! Hab ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Er könnte einfach von dort entkommen. Was ist los? Wieso bleibt er? Scheiße. Kann er? Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, was von Taylor noch übrig ist. Sein Gehirn hat sich verabschiedet. Ah.
halten! 30 Sekunden! Haltet durch! Lieutenant Khalil, Dead-Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Feuer einstellen! Ägyptische Truppen seilen sich ab! Praktisch, solche Roboter für die fahren kämpfen. Okay, Kane, zurück zur Sache. Wie kommen wir am schnellsten zu Taylor? Der Laden fährt rauf in den 90. Stock. Er fährt zum Inhaftierungsbereich. Achte auf Hendrix. Er steht neben sich. Verstanden. Stell dir einen verreisten Rat vor. Die armen Schweine. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Die glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance, Hendrix. In 6 Monaten erleben sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Hier müssen wir wohl raus. Wo sind wir? Folgt der Markierung. Sie führt direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Ihr müsst entschlossener kämpfen. Granate! Schieß die weg! Raps, komm rein! Versammelt. Oh, was ist eigentlich hier unten drin? Was? Na, hätte es sein können, dass es hier ein Sammelstück gibt. Gut. Der Eingang liegt rechts vor euch.
Verstärkungen sind bereits eingetroffen. Glaub mir, das wissen wir. Taylor hat den Zugriff auf die Türen blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Ein paar Sekunden noch. Zugang gewährt. Verstanden, Kay. Wir sind fast da. Gib auf, Taylor! Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon! Du kennst mich! Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Sie explodieren gleich. Schön. NRC-Roboter drehen durch. Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie. Das Ding in ihm drin. Es brennt ihm das Hirn aus. Ja. Halt nur mal durch. Wo zur Hölle will er bloß hin? Wohin? Wohin gehen wir? Stell dir einen vereisten Wald vor. Taylor, das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist nicht du. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Hallo. Hey, wo ist er? Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Hey, Kane. Irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch. So geht's auch. Also los. Oh. Haut rein. Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Ich kann ihn nicht mal kontrollieren.
Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Er will zum Dach. Er will von hier verschwinden. Hilf mir mal, die Trümmer zu beseitigen. Luftunterstützung gleich in Position. Zentrale! Brauche Verstärkung bei meiner Position! Schwere NRC-Truppen haben uns umzingelt! Lieutenant Khalil, bitte kommen! Kommunikation abgebrochen. Zu viele Störungen. Lieutenant Khalil wurde kompromittiert. Wir haben die Verbindung verloren. Er wurde vom NRC gefangen genommen. Wir versuchen ihn zu finden. Kate, wir müssen Khalil helfen. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ich weiß. Aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir ihn. Versprochen. Hey, wie viel Zeit noch bis zum Sandsturm? Maximal 5 Minuten. Beeilung. Das ist jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand. Was ist das, Strong? Was ist der vereiste Wald? Ist die Infektion. Taylors Geist überlädt sich. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu. Kämpf dagegen an. Bleib bei mir. Hey. Wir müssen weiter. Jawohl. Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Hab ihn. In einem mobilen Laden auf dem Weg rauf. Wohin gehen wir, Kate? Rauf. John, hör mir zu. Du kannst das stoppen. Das ist unmöglich. Es ist schon geschehen. Es ist aus. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich erschießen. Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Schon okay. Entspann dich einfach. Stell dir einfach den Vereisten vor. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrix. Das ist nicht Taylor, der da mit dir spricht. Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Und wofür? Weißt du das? Weißt du das überhaupt?
wirst benutzt. Alle werden benutzt. Siehst du das nicht? Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Wir sind Marionetten. Spielen nur unsere Rolle. Dieses Mal bin ich der Böse. Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint einen Heli aus der Ferne zu steuern. Er darf den Turm nicht verlassen. Oh, Scheiße. Ja, verdammt, das Schöne, es sind zu viele. Du musst sie stoppen, Hendrix. Ich hole mir Taylor. Hier hinten. Mark. Die Uhr tickt, Neuling. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Raketen im Anflug. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Manchmal muss man einfach loslassen. Achtung, Hounds kommen. Nein, nein, nein. Einen dritten überlebe ich nicht. Was bist du denn? Achten.
Jo. Das Flugzeug ist soeben gelandet. Kane! Sitze fest! Kane! Hendrix! Taylor! Du bist verwirrt! Da ist etwas in dir. Es kontrolliert dich. Ich weiß. Es wächst. Es will. Jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor! Na los! Ich muss ihn loswerden. Ist okay. Ist okay. Sicher ist da. Du, Hendrix. Nein! Hendrix? Was zum Teufel wird das? Diaz, Maretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot. Hendrix hat ihn getötet. Okay. Du hast, was du wolltest. Hendrix? Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch. Bin auf dem Weg. Hab keine Sorge. Wir holen euch da raus. Hendrix ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt. Du musst mir helfen, Kane. Bring mich zurück in den Kampf. Ich muss Hendrix aufhalten. Um jeden Preis. Wenn du das durchziehst, bin ich nicht dabei. Ist der einzige Weg. Es wird dich verändern. Schneller, als du glaubst. Ich habe keine Wahl. Ich muss das machen. Dein altes Leben wird verblassen. So bin ich halt, Rachel. Vergiss mich nicht. Vergiss nicht, wer du mal warst. Da kommt bestimmt wieder kein Video. Nee, bin sicher nicht. Nope. Gut. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Du bist jetzt in einem vereisten Wald. Ich
Ich kämpfe eins. Nee, müsste noch im Flugzeug, glaube ich. So, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.